Namen weiß ich nicht. Ich habe von Torvaland gehört, aber eine ganze Bande erscheint mir sinnlos, denn die haben scheinbar auch irgendwelche sich irgendeiner Hexerei bedient. Vielleicht. Torvaler, ob es die aus Gallis waren? Vielleicht. Oder irgendwelche herumziehenden Banditen. Merkwürdig. Ihr solltet ihn auf keinen Fall darauf ansprechen. Dies ist ein Wunderpunkt. Ein Wunderpunkt. Nun, wenn man euch in eurem Haus selbst überfallen hätte, es angezündet und danach noch zu Teilen entkommen wäre, würde dies auch nicht unbedingt breittreten wollen, oder? Breittreten nicht. Ich würde herausfinden wollen, was ich falsch gemacht hätte und wie ich es in Zukunft verhindern kann. Ja. Derweil in der Taverne, immer noch in Talf. Auf ihm hat sich etwas von dem Kampf erholt und auch die anderen sind fast wieder reisebereit. Wenn man denn noch einen Tag hierbleiben möchte, wäre das möglich, aber ansonsten könnte man noch weiterziehen, wohin auch immer. Nun, Rafim, bleiben wir noch über Nacht hier? Eure Wunden sehen furchtbar aus. Ihr solltet etwas Ruhe finden. Ihr habt leider recht. Wir werden noch eine Nacht auf jeden Fall nächtigen. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Ich denke, ich habe da etwas für euch. Ich kram also mal in meinem Innentasche von meiner Robe. Zaubern uns eine schwarze, runde Pille hervor. Hier, nehmt diese, wenn ihr schlaft oder bevor ihr schlafen geht. Sie wird euch helfen. Stört euch nicht an ihrem Geschmack. Wenn ihr das sagt, dann nehme ich sie. Wollt ihr denn schon aufbrechen, Bulltox? Nein, ich würde auch noch eine Nacht bleiben. Jetzt haben wir gerade mal, eine Taverne mit etwas Alkohol gefunden. Da kann man doch nicht gleich schon wieder los. Also. Außerdem glaube ich, dass wir den kürzesten Weg haben, oder? Wir wollen nur ins Nachbardorf. Das genau. Heißt, wenn alles gut geht, sollten wir schnell dort und auch schnell wieder zurück sein. Ich denke auch. Und wenn wirklich etwas sein sollte und eure Wunden noch einmal aufgehen, kann ich ja auch noch die Mächte von Zulu herbeirufen, um euch zu helfen. Das ist nett. Während ihr euch unterhaltet, könnt ihr erkennen, wie der Trollzacker, den ihr auf der Straße getroffen hattet, sich Voltax gegenübersetzt und ihn finster anstarrt. Lächle entwaffnend zurück. Kleiner Schachsuli, ich habe Angst vor dir. Ach, das brauchst du nicht. Warum hast du mich gequält? Ich habe dich nicht gequält, du hast mich einfach... Dein Gesinge, das war furchtbar. Also habe ich dir mal eine gewisse Auszeit verschafft. Singen ist gut. Ja, naja. Also, ich kann dir ein paar tolle Zwergenlieder beibringen. Die sind richtig gut. Kann dir auch gute Singen beibringen. Naja, ich fand deinen Gesang jetzt nicht so toll. Deshalb habe ich dich ja stumm gemacht, wenn du verstehst. Wenn wir mit dem König ziehen, aber ich werde weiter singen. Das kannst du ja machen. Ich gehe ja nicht mit dem König. Ich habe einen Spezialauftrag vom König. Also, ich kümmere mich um die Hexe. Ja? Weil ich Shusuli und ich kann das. Glaubst du das, König? Wer will sich um die Hexe kümmern? Wer bin ich, ihn aufzuhalten? Wir haben andere Prioritäten. Aber nicht heute Nacht. Setz dich an den Tisch, genieß dein Bier. Gornach hat Angst, aber Gornach stellt sich seiner Angst. Das ist Mut. Das ist auf jeden Fall Mut. Wenn du willst, bringe ich dir bei, wie man sich dagegen verteidigt. Er blickt mit seinen wilden Augen wieder rüber zu Boltax. Ich hab's dem König beigebracht, wie man sich dagegen verteidigt, und jetzt kann der König es dir beibringen, wenn du möchtest. König, dein Schachsuli ist schwach. Er braucht starken Gornach. Was heißt das? Ich stelle mich der Hexe, weil ich mutig. Wenn König das will. Ja, du willst mitkommen. Wenn König will. Das finde ich gut. Sehr schön. Das finde ich sehr mutig von dir. Ich erkenne deinen Mut an und würde dich gerne bei mir wissen. Aber nur wenn ich singen darf. Du darfst singen, aber ich suche die Lieder aus. Nein. Wenn du mit ihnen gehst,
haftest du mit deinem Leben dafür, dass sie wiederkommen. Lebend. Ohne Narbe? Das kann ich nicht erwarten. Er nickt. Narben gut. Narben machen stark. Ich will sie lebend wiederhaben. Das schaffe ich. Gut. Na gut, dann trinken wir jetzt erstmal. Würde ich vorschlagen. Ja. Parfim würde sich dann aber auch relativ bald zurückziehen. Ist auch noch nicht so ganz auf den Beinen. Und Abelmirs Pille schlucken und sich dann schlafen legen. Ich würde mal gerne einen Zwergenlied zum Besten geben. Wahrscheinlich furchtbar schlecht und schlechter als die Trollzacker singen, aber das ist mir egal. Würfel mal eine Singenprobe. Dann würde ich auch gehen, bevor er anfängt zu singen. Ja. Sie fangen dann selber an zu singen, und zwar das Lied vom Königin der Käfer. Okay, ich stimme ein, aber singe vom ersten Bier der Zwerge. Gut. Könnt ihr euch bitte auf ein Lied einigen? Nein, ich muss lauter sein als sie. Dann könnt ihr regenerieren. Wenn ihr tatsächlich den halben Tag noch hier bleibt, wären das auch 2 Regenerationen. Und dadurch, dass ihr eben in einem noch bewirteten Talf unterkommt, wäre das dementsprechend auch eine normale Regeneration. Jalan und Isarun schlafen dann in der Nacht in irgendwelchen Trümmerteilen von Bauernhäusern. Ihr seid irgendwo nach Süden bei Uhrenreich oder bei Weltfahren untergekommen. Dementsprechend wird es da sehr, sehr wenig Bewohner geben. Irgendwo in den Feldern dann kurz vor der südlichen Bockelburg. Am nächsten Tage, wie geht es weiter? Wir schreiben mittlerweile den 3. Firon. Sulamin. Ich nehme an, wir machen uns bereit für unsere Reise. Das heißt, ich gehe mal zu den Pferden und ja, füttere die und sattle sie und mache vielleicht so ein bisschen, Schwerttanz, so als Morgengymnastik. Okay, Almir. Also am nächsten Morgen würde ich wahrscheinlich die Trollzacker reißen, wahrscheinlich nicht zu Pferde, vermute ich mal. Die Nein, groß. Natürlich nicht. Ich vermute, wir werden unsere Pferde auch hier dann hier lassen und zu Fuß reisen, gehe ich davon aus. Und ich würde dann dementsprechend den Rucksack packen, also die wichtigen Sachen, die man unterwegs vielleicht braucht, den Rucksack packen und unwichtige Sachen zurück auf den Pferden und die Pferde vielleicht da lassen. Der Troll wird auch schon hoffentlich auf die Pferde aufpassen. Ja, so würde ich mich fertig machen, sozusagen. Graulheim kann auch mitkommen, wenn ihr das möchtet. Er hat aktuell, wenn die Trollzacker jetzt eh von hier weiterziehen, plünden, morden und brandschatzend, dann kann der auch mitkommen, nach Norden oder eben irgendwie in die Wälder. Also er hat keinen Grund, dann hier zu bleiben, wenn alle Trollzacker gehen. Das habe ich hier nicht zu entscheiden. Raffin ist der König. Wenn er mitkommen möchte, ich halte ihn nicht auf. Er ist ein großer Mann. Darf das selber entscheiden. Okay. Vielleicht geben die Pferde den anderen mit hier. Sulamin und die Boltax vielleicht. Können wir auf ihrem Esel gebrauchen noch. Die sind am nächsten dran. Also. Wir nehmen die Pferde einfach mit und packen unser Zeug drauf. Dann reiten wir nicht. So. Gut. Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr da auch aufbrechen in verschiedene Richtungen. Die anderen sind ja mittlerweile schon seit einem halben Tag unterwegs. Ja, ich würde ausgiebig frühstücken und dann los. Okay. Ich würde mir nochmal den Trollzacker packen, der mit Boltax unterwegs ist. Ich sehe jetzt auch schon wieder viel gesünder aus. Pass auf sie auf. Er nickt. So war ich gar nach Eise. Gut, wenn du wiederkommst, habe ich dann eine Belohnung für dich. Mit ihnen lebend. Gut. Ich verabschiede mich natürlich und viel Spaß mit den Untoten, Raffin. Es wird ein Fest. Bauen sie alle kaputt. Gonach packt sich Boltax einfach und klemmt ihn sich unter den Arm und dann geht er mit seinen großen Schritten los. Hey. Oh, gut. Von mir aus. Oh, das ist eigentlich ganz angenehm.
Motiviert sind sie, das kann man ihnen nicht abstreiten. Das stimmt. Denk dran, 5 Tage. Ihre Haut noch drin als Papier. All die Schultern, ihre Narben, tragt kein anderer als wir. Bier, Bier, Bier. So viel Leid hat sie ertragen, so viel Ablehnung erfahren. Ihre Welt geht langsam unter. Schlimmes ist ihr widerfahren. Ich trinke Bier. Mit dir. Ach, ja. Dann nimmt er dich in beide Hände, schwenkt dich so ein bisschen vor seinem Kopf und schreit dich an. Sie ist die Königin der Käfer. Und packt dich dann wieder unter seinen Arm. Ich beuge mich zu Abelmir. Die arme Zulamin. Das hat keiner verdient. Der arme Boltax. Ja, Rafim, dir wird langsam klar, die Narben, die Boltax wieder zurückbringt, sind keine körperlichen Narben, aber sehr wohl seelische. Ja, das muss er wohl verkraften. Zumindest lernt er neue Lieder kennen. Ja, wenn er die aber singt, dann... Ich krieg ja jetzt schon Kopfschmerzen. Ich auch. Ulam folgt hoch zu Ross mit den beiden überzähligen Pferden an der Hand und ruft Boltax zu. Na, fühlt ihr euch sehr sicher? Ja, schon. Es geht. Würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Ich erschwer sie dir um 3. Okay, alles klar. Sagt Bescheid, bevor euch schlecht wird, ja? Ja, ich... Du kämpfst so ein bisschen mit dem Met, du bist natürlich eher so ein bisschen Bier gewöhnt von den Zwergen, Pilzbier, und kämpfst so ein bisschen mit deinem Bauch, was immer noch verdaut, aber kannst dann zumindest den Mund geschlossen halten, während du dann so durchgeschüttelt wirst. Und ja, gut. Derweil könnt ihr anderen aufbrechen, wollt ihr alle 50 Treuzacker mitnehmen? Natürlich, die sind ja ein Dutzend günstiger. Gut. Von Kerkreich wird euch natürlich begleiten, auch wenn er mittlerweile nicht mehr der König ist. Und als letztes in Reihe und Glied Grauleib, der riesige Troll. So könnt ihr in Richtung Norden marschieren. An den Zollteichen vorbei. Eine kleine Ansiedlung von ungefähr 10 langen Häusern, wo viele Fischteiche daneben liegen, wo ihr günstig Fisch erwerben könnt. Die Leute sind tatsächlich in Nachbarschaft der Trollzacker noch nicht dran gewöhnt, aber zumindest sind sie daran gewöhnt, dass sie Steuern oder Abgaben in Form von Fischen bezahlen können. Sie wissen nicht genau, was sie davon halten sollen, dass die Trollzacker jetzt einen neuen König haben. Und sie sind auch sehr verwirrt, dass Trak von Kekrach lebt, denn das, auch wenn sie sich mit den Kurgern nicht so auskennen, aber das haben sie dann doch nicht erwartet. Ja. Ihr solltet vielleicht ihrem ehemaligen König klar machen, keine Toten, keine Unschuldigen. Abelmir, wir gehen in den Wald, um Untote zu jagen. Ich gehe ja nicht mit denen in irgendwelche Dörfer, ich bin nicht bescheuert. Nun gut. Wenn wir uns dem, wie auch immer dieses Scheißdorf heißt, nähern. Gehst du alleine? Ja, Walde. Mir doch egal. Gehst du alleine ins Dorf? Sag dem Mann, der soll seine Männer aus dem Wald holen. Und in seinem Dorf bleiben. Danach gehe ich mit denen hier in den Wald und bring die Untoten um. Ich sollte euch begleiten. Ihr solltet diese Nekromanten nicht unterschätzen. Ich bin mir nicht sicher, ob es Nekromanten sind. Vielleicht sind es auch nur übrig gebliebene Untote. Nun, es ist besser vorzusorgen als nachzusorgen. Ich würde euch ungern ein zweites Mal von den Toten wiederholen. Ja, ihr seid ja mein Scholari oder wie auch immer das heißen mag. Wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr mich gerne begleiten. In der Tat. Gut, da müsst ihr jetzt auch mein königlicher mit anderen Leuten reden, Abelmir. Das ist doch meine Beförderung. Botschafter, könnte man sagen. Ja, wenn du dich so nennen möchtest, ist das in Ordnung für mich. Ah, du steigst aber auch auf, Abelmir. Nun, ich mache mich nützlich. Ja. Das wäre jetzt im Grunde auch mein Plan. Ich würde da relativ friedlich nach oben marschieren und dann von der Siedlung selbst ungefähr so 2-3 Stunden vorher Halt machen, einmal Abelmir losschicken und so lange einfach warten. Ja, durch Zollteich könnt ihr, wie gesagt, ganz einfach durchmarschieren. Die Leute sind freundlich, ein bisschen verängstigt, geben euch den Fisch einfach so, aber sie haben genug, sodass es da eben dann noch keine Engpässe für die gibt.
Wenn ihr dann aber bei Wurzflucht ankommt, wenn ihr vorher haltet, kann Abel mir das Ganze dann ankündigen, sodass sie dann mit friedlichen Treuzackern leben können. Müssen sich also nicht verbarrikadieren. Abel mir, würfel mal auf Gassenwissen. Die Kontakte vielleicht? Kontakte hast du ja nicht. Ah, gut. Dir wird mitgeteilt, dass im Norden von hier an der Grenze, an der Murke oder hinter der Murke, bei den Zorgforsten und bei Sontern, da lebt irgendwo Martan Kindervater mit seiner kleinen Kinderarmee. Es ist ein junger Schmied, so um die 40 würdest du sagen, und die bewaffneten Waisen. Er hat selbst geschmiedete Waffen und mittlerweile hat er so grob 50 Kinder, 100 Kinder um sich versammelt, die jetzt wie reguläre Soldaten in den Zorgforsten kämpfen und teilweise auch überfallen. Also so, dass dann die einfachen Leute mittlerweile nach Norden keine Kontakte mehr pflegen. Die Zorgforsten sind tief und finster. Es gibt dort mittlerweile keine Untoten mehr, aber Martin Kindervater hat da eben seine kleine Kinderarmee aufgebaut. Und der Schmied hat selber seine Schmiede in Zorken? Nein. Im Wald irgendwo? Nee, also die Schmiede von ihm wird wohl irgendwo hinter der Murke sein. Man weiß nicht genau, wo der hinkommt. Vielleicht irgendwo bei Gut Wutzenstein oder so. Sie wissen es nicht genau. Rafim? Ja, da seid ihr wieder. Wie war euer Ausflug? Nun, ich habe in Erfahrung gebracht, dass hier ein Schmied mit einer Kinderarmee für Unruhe sorgt. Er peinigt wohl die einfachen Bürger und Bauern. Vielleicht ist er in Gut Wutzenstein in der Nähe. Sollten wir uns um ihn kümmern? Oder auf dem Rückweg? Versteht das jetzt nicht falsch, Abel mir. Aber wenn ich mit 50 von diesen Herren hier und Damen irgendwelche Kinder töte, dann liegt mir Isaru noch die nächsten 4 Jahre damit in den Ohren. Ich dachte nicht, die Kinder zu töten, sondern die Ursache, den Schmied zu beseitigen. Die Quelle allen Übels. Können wir nicht einfach Untote jagen, Abel mir? Das ist so viel einfacher und viel entspannter. Nun gut. Außerdem, wenn der mitten im Wald hockt, Abel mir, ich habe keine Ahnung, wie wir den Sack finden sollen. Ich glaube, Gut Wutzenhain, Stein, wie auch immer dieses Gut heißt, dürfte nicht im Wald liegen. Diese Rittergüter liegen meistens abseits der Straße. Auf freiem Feld. Aber ihr habt recht, wir haben keine Zeit für so etwas. Vielleicht auch einen Rückweg. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Also wo war denn dieser Brief hier? Wo gehört der? Von wo schreibt denn dieser Sack? Wutzenwald. Ich denke, es liegt weiter im Norden. Wir müssen nur dieser Straße, was man so Straße nennt hier, folgen. Wie weit denn nach Norden? Kann ich abschätzen? Du warst noch nie. Nee, keine Ahnung. Ich denke, es wird nicht mehr als 2-3 Tage dauern. Wir sind recht schnell unterwegs. Diese Trollsacke sind recht flott unterwegs. Ja, die sind ja auch groß, Abel mir. Eben. Wir sind zu Pferd. Ja. Dann lasst uns reiten. Ich würde das jetzt in allen Siedlungen ähnlich tun. Ich würde immer Abel mir vorschicken. Und dann, wenn die es für nötig halten, sogar mit meinen Trollzackern draußen rummarschieren. Also ich will die gar nicht da in irgendwelche Versuchungen bringen, alles umzubringen. Ja, sie hören auf dich bei Fuß. Dementsprechend, du bist der König. Du hast Tag von Kekrach besiegt. Und sie murren natürlich, weil das mit ihrer Kultur nicht einhernehmen. War es aber nur gut, wenn die Tiefebene es eben so wollen, dass sie im nächsten Leben leiden müssen, weil sie jetzt nicht gelitten haben, dann ist das die Entscheidung vom König. Ich biete ihn durchaus an, wenn sie möchten, können sie sich alle mal zwischendurch einen Dolch in die Rippen rammen, das ist okay für mich. Sie werden sich vor allem auch wieder tätowieren, irgendwelche Sachen unter die Haut schieben, Brandnarben zufügen. Also das ist hier gang und gäbe, das passiert eigentlich jeden Tag, beziehungsweise eben irgendwie in der Nacht. Und wenn ihr dann am Abend irgendwann Altdorf erreicht, könntet ihr das Ganze eben wieder zu sich. Ich würde gerne mal mit dem Schoch zulieben. Hat er einen Namen genannt oder irgendwie? Nee, wa? Ich weiß nicht, ob er dir einen Namen genannt hat, aber er hat einen. Gut, mit dem Schoch Zuli unterhalten. Wenn er sich auf ein Gespräch mit ihm einlässt, sich fragen natürlich. Ja, na klar.
sie ausfragen, ihre Kultur, über ihre, was es mit diesem Blut und diesen Schmerzen auf sich hat und ihre Ansicht, warum Schmerzen gut sind im Diesseits? Der Name des Schochsulis, des Schamanen, ist Kendrasch und er erzählt hier einfach, dass es wichtig ist, je mehr Leid du in diesem Leben erfährst, desto weniger wirst du im nächsten erfahren und desto besser wird es dir gehen. Deswegen, um den Tiefebenen einen Gefallen zu tun, werden sie vor dem Tod ganz grausam verstümmeln und ihnen so viel Schmerzen zufügen wie irgend möglich. Und ich würde da auf den Hintergrund fragen, warum es gut ist, im Diesseits Schmerzen zu erleiden, also nur im Jenseits sich weniger zu leiden. Woher kommt dieser Ursprung? Woher kommt das? Blut und Beute. Das ist unsere Kultur. Hat euch dies euer Gott, eure Göttin offenbart? Ashtula, Sokramor, die Trolle. Eine alte Weisheit. Wir haben von unseren Vätern gelernt und die von ihren Vätern. Von unseren Großmüttern. So etwas nicht zu tun, meines Wissens nach. Was weißt du denn von Trollen? Nicht viel, das gebe ich zu. Aber du hast doch keine Ahnung von Trollen. Das ist richtig. Vielleicht könnt ihr mich erleuchten. Also du beherrschst Mondmacht? Ihr meint die Magie, ja? Mondmacht. Dann scheint er zu nicken. Wir Duell? Dann ich dir erzähle von Trollen. So könnt ihr nach einem Tag der Reise in Weidmannhus ankommen. Ein kleines Dörfchen mit einer Palisade auf einem Hügel, etwas leicht erhöht. Und was euch auffällt, ist, dass es im Norden wohl einen weiteren großen Wald gibt, der in unmittelbarer Nähe liegt, sodass man von dort aus gut rüberrennen könnte, von der einen oder zur anderen Richtung. Das Dorf ist im Gegensatz zu all den anderen Schrecknissen nicht verheert und auch die Reichsstraße sieht, wenn ihr eine magische Linie übertretet, nicht wirklich aus, als wäre sie kaputt oder zerstört. Selbst die Wolke Rahastes konnte hier kein Unheil anrichten. Wie die Untoten hier vorbeigekommen sind, wisst ihr nicht. Nichts erinnert an den Krieg. Das Dörfchen liegt einfach abgeschieden da, als wäre nichts passiert. Doch wenn man wieder zurückblickt, merkwürdig. Ihr dürft mal eine Geografieprobe machen. Nee, eine Orientierungsprobe. Okay. Orientierung. Ja, und dann danach eine Götter und Kulte. Plus 7. Vielleicht fällt euch ja das merkwürdige Muster auf. Nee, nicht. So nehmen wir an, urtulamitische Kulte hilft nicht. Nein, das hilft nichts. Hexische Kulte würde hier helfen. Plus 7 ist eingetragen, das reicht. Mir fällt auf, dass das Dorf sehr geplant angelegt worden ist. Das mag ein bisschen durch diesen Hügel verdeckt werden, aber wenn du so ein bisschen stehen bleibst, gerade unten noch an diesem kleinen einladenden Teich, der nicht zugefroren ist, trotz dessen, dass hier sonst überall Schnee liegt. Du hast das Zeichen schon mal gesehen. Irgendein Naturkult. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber irgendwas mit Natur war das wohl. Lamin sitzt ja auf dem Pferd, das heißt, sie hat vielleicht noch ein bisschen mehr Überblick da so mit den Hügeln. Und hält dann an bei diesem Dorf. Er hätte ja gesagt, dieser Ort scheint wahrhaft von den Zwölfen gesegnet. Aber wenn ich mir diese Form so ansehe... Welche Form? Nun, findet ihr nicht, dass dieses Dorf ein bisschen merkwürdig aussieht? Ah, es ist überhaupt nicht kaputt. Ich finde das sehr schön. Ja, und mit diesen beiden Hügeln und diesem Teich, er ist irgendwie gar so rund. Lass mich mal runter. Ja, das sieht tatsächlich aus wie ein planvoll angelegtes Symbol, da habt ihr recht. Ich komme nicht ganz drauf, aber ich meine, ich hätte das schon mal gesehen. Es könnte Advaria sein. Wer?
Eine der vielen Geliebten meiner Gottheit. Ah, na ja. Aber ich kenne mich nicht besonders gut mit ihr aus. Ja, das hat auch nie davon erzählt. Und während ihr da so steht, könnt ihr sehen, wie wohl sich jetzt einige Spießbürger von der Palisade lösen und Serpentinen sind das nicht wirklich, aber den Hügel mal herunterkommen. Ohne Eile gehen sie auf euch zu. Ah, hallo, hallo. Götter mit euch. Ah, Angrosch mit euch. Was seid ihr? Götter mit euch. Ein Zwerg und ein Rajani. Ja. Wachen gibt es nicht, wahr? Naja, ich merke das wohl. Wir suchen einen sicheren Platz zum Bleiben. Wir warten auf Freunde. Auf Freunde? Wie viele denn? Eine Handvoll. Ja, ja. Krieger? Und teils, teils. Wie man die Reichsstraße ist gefährlich, wenn ihr von dort kommt. Hattet ihr Kämpfe? Ja, wir haben Untote in einer Scheune vernichtet. Haha. In dem wir das Sonnenlicht hereingelassen haben. Ja, wie viele? Viele waren das. Ich habe nicht gezählt. Aber dazu war keine besondere Kampfeskraft nötig. Wir haben einfach nur das Scheunentor aufgemacht, weil wir nicht glauben wollten, dass da tatsächlich Untote sind. Und sie sind einfach ins Sonnenlicht gewankt und vergangen. Was ist mit dem Trollzacker dort? Was soll den haben wir in Talf aufgelesen. In Gornach. Aha, und was tut er da? Also, warum schließt er sich euch an? Ja, er beschützt mich. Er nennt ihn ein Tsuli oder so. Davon verstehe ich nichts. Aber ihr wollt hier bleiben, ja? Es sieht hier schön aus. Das Dorf wirkt so intakt. Ihr habt Glück gehabt im Krieg, nicht wahr? Ja, genau, Glück. Steht immer noch so auf Abstand, immer noch grob 10 Meter Entfernung von euch. Und jetzt wollt ihr hier bleiben? Wir haben ein paar Vorräte, aber was könnt ihr uns denn als Gegenleistung anbieten? Ja, ich bin ein recht passabler Handwerker, was verschiedene Sachen angeht. Ein guter Bergbauer. Was, seid ihr ein Schmied? Nein. Nicht alle Zwerge sind Schmiede. Also, das ist ein bisschen rassistisch. Nein, das ist. Habt ihr kein. Ja, wir brauchen. Gasthaus oder so? Handwerker können wir immer gut gebrauchen. Aber Gäste haben wir nicht. Es gibt keine Gäste. Wer sich uns anschließt, der bleibt ganz gerne hier. Deswegen sind es keine Gäste. Zwinkert ihr dir zu. Ja. Aber ich denke, ihr seid uns nützlich. Kommt doch gerne mit rein. Wir geben euch Essen. Wunderbar, das klingt doch ganz gut. Und so könnt ihr dann den hügeligen Weg zu ihnen aufschließen. Der Trollzacker wird noch mal ein bisschen gemustert, aber so könnt ihr dann gemeinsam mit ihnen die kleinen Wege nach oben gehen. Im Inneren könnt ihr einen großen Steinkreis erkennen, der sich an den, es ist kein wirkliches, ein Dorfmittelpunkt, große Steine, die beschriftet sind. Es sieht so ein bisschen aus wie die Steinkreise, die Boltak schon kennt. Oh. Definitiv ein sehr magischer Ort. Darf ich einmal Sternenkunde würfeln? Kannst du gerne machen, wenn du keine trollischen Raumbilder hast. Doch, habe ich auch. Kann ich ja noch hinterher. Das ist jetzt nur